Hallo, hallo, könnt ihr mich gut hören? Hallo, liebe Besucher. Gut, das ist ein bisschen sehr laut. So kann es passen. Wir sind die Gruppe Eporedos. Das ist altkeltisch und heißt einfach Reiter im Sinn von Ritter. Also wie im Mittelalter die Ritter, die spezialisierten Reiterkrieger waren, gab es bei den Kelten auch die Reiterkrieger. Das war lange vor den Rittern. Also ungefähr zur Zeit Julius Caesars haben die als Kavalleristen gegen Caesar gekämpft und manche Kelten haben auch mit Caesar gekämpft, gegen die Kelten. Also das übliche Durcheinander, wie man das heute auch so oft hat. Wir werden keine Kampfshow machen, sondern wir zeigen euch, wie die damals gekämpft haben, schön langsam, dass meiner Partnerin hier, das ist die Karin Schneider, die brauche ich als Assistentin, die hat aber keinen Helm und keinen Kettenhelm dran, wie das normalerweise die keltischen Reiterkrieger hatten. Deswegen darf ich hier nicht hauen und stechen, dann wird ihr nämlich böse. Und das wollen wir ja nicht. Außerdem, wenn ich das schön langsam mache, dann könnt ihr viel schöner sehen, wie raffiniert die ganzen Reitertricks waren. Die Hauptwaffe des Keltenreiters, genau wie auch des römischen Kavalleristen, war die Lanze. Sie wurde aber nicht so benutzt wie die Ritterlanze. Das nennt man so die eingelegte Lanze, so. Sondern man hat die eigentlich benutzt wie so eine Art großer Speer. Das hat ein paar Vorteile. Die kann man so stechen, die Rückseite war auch spitz, dann konnte man in die Richtung stechen, wenn man umzingelt wurde. Ja, unser Assistent, scheinbar traut die Karin mir nicht so ganz über den Weg. Die rüstet sich mit der typischen keltischen wichtigsten Verteidigungswaffe aus, dem Reiterschild. Die sind auch jetzt schon fertig. Das ist nämlich, da sie kein Kettenhemd und keinen Helm hat, die einzige Chance für sie, sich zu schützen gegen meinen Angriff. Ich mache das schön langsam, nur dass das grundsätzlich verstanden wird. Wenn sie es natürlich schafft, geschickt auszuweichen und mir in den Rücken zu kommen, bin ich im Nachteil. Zum Glück ist die keltische Lanze auch hinten schützt und kann ich in alle Richtungen kämpfen. Dafür habe ich nicht so viel Reichweite wie die Ritter mit ihrer ganz langen Lanze, die man so eingeklemmt geführt hat. Die hat aber den Nachteil, wenn ich dann nicht getroffen habe, dann kann die nicht hauen. So einfach ist das. Deswegen ist das sehr vorteilhaft. Diese Art. Noch geschickter wäre es, wenn ich schön außer Reichweite bleibe. Ups. Man natürlich immer die Augen überall haben. Ja. Ja, jetzt mal zu den Pferden. Das falbfarbene, wildfarbene, hellbraune Pferd, das ist der Stanley. Das ist ein Dömener Wildpferd und der hat nicht so viel Übung darin. Deswegen müssen wir ein bisschen warten, bis er ein bisschen ruhiger geworden ist, damit wir das dann besser zeigen können. Das ist nämlich für die Pferde gar nicht so einfach, sich an solche Sachen zu gewöhnen. Wir lernen von den Lautsprechern. Und so weiter. Ja, er ist eigentlich ein ganz lieber, aber da müssen wir noch ein bisschen mehr üben. Und deswegen machen wir auch schön langsam. Der Inkognito, den ich hier reite, das ist ein Kamarpferd, der ist ein bisschen älter, der ist schon 18.
Er ist im Moment auch ein bisschen zu sehr Couch-Potato, also ein bisschen dick geworden, weil die brauchen gar nicht viel Futter und ich habe viel Gras. Trotzdem werdet ihr schauen, wie geschickt er sich bewegen kann, wenn es drauf ankommt. Und der hat mit mir auch ein bisschen mehr geübt. Deswegen kann er das natürlich auch ein bisschen besser. Ich werde das jetzt mal so ein bisschen allein zeigen. Wir stellen uns vor, dieser Baum hier wäre jetzt ein Gegner. Wenn ich den von vorne angreife. So, da ist der Gegner. Ja. Dann kann ich, da kann der sich sozusagen hinter dem Kopf von meinem Pferd verstecken und mein Pferd auf den Kopf hauen. Das möchte ich nicht. Deswegen bewegen wir uns seitlich auf den Gegner zu. Dann kann ich den, mach das nicht so fest. Jawohl, der kommt jetzt langsam in Kampfstimmung. Der hat auch schon ein bisschen mehr Übung in solchen Spielen. Wir sind ja eigentlich noch ein bisschen am Aufwärmen. Und wenn ich angegriffen werde, wir stellen uns jetzt einfach vor, Karin hätte eine Hand frei vom Schwert und möchte mich angreifen, dann muss ich ausweichen. So. Also wenn die dann kommt, dann muss ich ausweichen. Das ist der beste Trick. Das ist noch besser als ein Schild, wenn man gar nicht im Weg steht. Wenn man dann plötzlich anhält, das habe ich jetzt sehr langsam gemacht, weil hier sind viele Kinder, die zuschauen, die verlassen sich drauf, dass ich denen nicht meinen Speer an den Kopf haue. Deswegen machen wir das langsam. Und ich glaube, Sally ist im Moment ein bisschen zu nervös. Wenn man sieht, mache ich das am besten so, dass ich ihrem Angriff ausweiche und ihr in die Flanke kommt. Die kennt den Trick natürlich und versucht dann mich auszutricksen. Deswegen ist es wichtig, dass sich die Pferde auch seitlich bewegen können, so diagonal. Das gibt es auch in der heutigen Pferdedressur noch. Das nennt man Schulter herein, wenn das Pferd sich so seitlich bewegt. Das brauche ich dann, wenn ich so ausweichen will und ich brauche hier Platz zum Fechten und Kämpfen. Wenn ich dann wieder angreifen will, dann mache ich das so. Mein Pferd muss natürlich schauen, wo es hingeht. Und so ist mein Pferd nicht in der Gefahr, am Kopf getroffen zu werden. Der ist weit weg. Und ich kann hier kämpfen. Ich mache das nicht. Wir zeigen ja sozusagen nur, so wie die früher die Pferde trainiert haben für den Kampf. Das ist natürlich wichtig, dass man mit den Zügeln nur in einer Hand reiten kann und die Pferde müssen trotzdem verstehen, was man will. Zum Beispiel dieses seitliche Ausweichen. Wir reiten jetzt hier auch schön langsam. Auch die Karin. Das muss ich natürlich dem Sally noch sagen. Weil wenn man ausdrückt und hinfällt, hat man automatisch den Kampf verloren. Da hat man keine Chance mehr. So, diese Reiterlanze kann man nämlich auch benutzen wie ein Speer. Die richtigen Lanzen, die sahen ganz anders aus. Die waren nämlich vorne scharf und spitz. Und meistens hinten auch noch. So, mein Knappe gibt mir gerade die scharfe Lanze. Ja, ich kenne jetzt mehr Uhr. Damit kämpfen wir natürlich nicht gegeneinander. Aber ich zeige Ihnen mal, wie man die benutzen konnte. Hier, so nah an den Kindern, muss ich sehr langsam reiten, aber wir können alle mal sehen, wie das Ding aussieht. Wir haben da hinten eine Zielscheibe aufgestellt. Wenn die Herren da hinten mal kurz aus dem Weg gehen, dann sind die, ich kann das nämlich
bin schon so ein alter Keltenkrieger, ich sehe nicht mehr so gut und wer weiß, wer da getroffen wird. Also ich kann so damit kämpfen. Gibt meinem Pferd natürlich Zeichen. Das Ding bleibt stecken. Normalerweise, Krieg war auch damals in Wirklichkeit gar nicht lustig. Wir warten auf den Helfer, der freundlich hier. Also die Kelten waren sozusagen, das ist so, wie es verschiedene Golfschläger gibt. Im Golfspiel, die Kelten hatten dann verschiedene Speere für verschiedene Aufgaben. Diese Art von Speer nannte man Geiso. Die Römer haben diesen Speer ein bisschen verändert nachgebaut. Daraus wurde dann das Pilum der römischen Infanterie. Das ist aber eigentlich das frühere Vorbild. Also ich muss natürlich schauen, dass da, wenn da so hier der Fotograf und da der Helfer rumläuft, muss ich ein bisschen aufpassen. Dieser Geiso ist hinten und vorne spitz. Wenn ich umzingelt bin, kann ich da in alle Richtungen stechen. Aber sein Hauptjob war das geworfen werden. Ihr seht, die Dinger sind gefährlich und deswegen mache ich das auch nur weit weg von allen Zuschauern. Den Juliferum bekomme ich jetzt. Das ist ein Spezialspeer. Juliferum ist römisch und das heißt nur aus Eisen. Das ist ein Speer, der ist ganz aus Eisen. Mit einer kleinen bösen Spitze und einem kleinen Widerhaken dran. Was möchte man denn abkriegen? Wenn die anderen sich hinter ihren Schilden verstecken und ich mit einem normalen Speer nicht durchkomme, dann schmeiße ich diesen Geig, diesen Solitär rum. Der ist nämlich sehr schwer. So. Ich habe jetzt gar nicht mal besonders fest geworfen. Normalerweise kann man da schneller anreifen und fester werfen und dann haut er überall durch, dann kriegt man ihn aber gar nicht mehr raus. Der Helfer hat so schon genug zu tun damit. Wenn das alles nicht hilft, hat die Kälte weiter ihr Schwert. Dieses Schwert hat man in einem Kriegergrab gefunden, in der Nähe von Trier. Das waren die Zerrerkelten und die haben gegen die Invasionsarmee Julius Caesars gekämpft. Das weiß man auch aus dem Buch, das Caesar geschrieben hat. Aber gar nicht die, die die Latein lernen, kennen das vielleicht. Also das ist eine Replika, ein Nachbau von diesem keltischen Schwert. Also das Original sah genauso aus, außer dass das verrostet und verbogen war. Wird's sehr schwer. Damit kann man auch ganz bös schlagen, stechen. Diese Schwerter waren damals vor 2000 Jahren schon in höchster Qualität. So dass es heute nur ganz wenige Schmiede gibt, die sowas nachschmieden können. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass ich das Schwert rechts trage. In der Zeit trugen die Krieger das Schwert rechts, weil die normalerweise links den Schild hatten. Und wenn es dann eng wurde, hatte man besser rechts Platz, das Schwert zu ziehen. Später hat man das geändert und man kam das Schwert auf die linke Seite. Normalerweise ich nehme jetzt mal ein Schild. Dafür muss ich einen Zügelpaar abmachen. Das heißt, mein Helfer hilft mir dabei,
dieses zweite Zügepaar, braucht man, wenn das Pferd das noch nicht so perfekt verstanden hat, was er machen soll, braucht noch meine stumpfe Lanze. Die stumpfe Lanze, immer noch die stumpfe Lanze. In der Hitze sind alle ein bisschen müde. Das ist meine stumpfe Lanze. Manchmal lernen die Pferde schneller als die Knappen. Das macht aber nichts, wir haben ja Zeit. Also der keltische Reiter schützt sich mit dem Schild. Und er kann diesen Schild, der hält er nur in der Faust, in der linken. Und er kann damit sich und sein Pferd in alle Richtungen schützen. Also wenn ich aus dem Publikum jetzt jemand angreifen würde, kann ich mich so schützen, ohne das Pferd zu wenden. Die Ritter trugen den Schild am Arm festgeschnallt. Wenn die angegriffen wurden, haben die dann am besten das Pferd gewendet. Das müssen die Pferde natürlich auch können. Aber noch besser ist es, also ich kann mich gegen Kabeln schützen, auf jeder Seite. Ich kann auch ein Pferd schützen. Ja, ich steche natürlich nicht zurück, weil das wäre gemein und unfair. Karl hat nämlich kein Schild, weil ihr Pferd noch nicht gelernt hat.